Herzlich willkommen hier bei Tarotzeit. Herzlich willkommen zu den Botschaften für die neue Woche. Mein Name ist Heidi und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, lass uns mal schauen, was diese Woche für uns bereithält. Und Freitag haben wir einen Portaltag, dieses Energietor aus dem Maya-Kalender, also am Ende der Woche. Könnte vielleicht da nochmal schwieriger werden oder auch einfacher, weil da die Energie, die Schwingung anders ist. Ich dachte, wir nehmen mal hier das wunderschöne mystische Tarot, lassen uns davon einfach inspirieren, schauen, welche Impulse jetzt gleich kommen und ziehen vorab eine Karte. Lass uns reinschauen. Da haben wir sie. Da haben wir die Sieben der Stäbe. Und wir sehen, wie er hier die Gitterstäbe festhält. Also hier geht es um Abgrenzung. Und die Abgrenzung ist aber nicht so, dass das eine Mauer ist und du dahinter verschwindest, sondern die Abgrenzung ist deutlich klar und doch durchlässig. Ja, wir bleiben sichtbar und auch hier im Herzen offen. Ja, gut, vielleicht ist an der einen oder anderen Stelle genau dieser Impuls auch nochmal gefragt. Dann greif darauf zurück. Ansonsten gehen wir jetzt zur Legung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen und sag auf in die neue Woche. Ja, auf in die neue Woche mit dem Portaltag am Freitag. Und ja, warum nicht? Wir ziehen einfach mal eine Aktivierungskarte für die Energieportale als Vorabimpuls für uns, um zu schauen, was uns hier vielleicht auch nochmal, wo unsere Aufmerksamkeit nochmal hingehen darf. Also bitte eine Karte für diesen Energieportaltag am Freitag, also am Ende der Woche. So. Da kommen wir zu dieser Karte hier. Und was zeigt sich? Wir haben das Erdinnere. Wurzelchakra, Stärke und Sicherheit, Fundamente legen. Ja, gerade bei den Portaltagen, ist auch so ein Tor, können wir sehr empfindsam sein. Da können unsere Stimmungen so uns auch mitnehmen, also in die eine wie in die andere Richtung. Wir können auch sehr empfindsam reagieren auf die anderen da. Hier ist nochmal wirklich die Einladung, unser Wurzelchakra zu stärken. Das heißt, in unser Fundament auch reinzugehen. Fundamente in uns legen, hier steht Fundamente legen, aber natürlich kann es auch sein, dass du einen soliden Mietvertrag dir anschaust oder dafür sorgst oder Arbeitsvertrag, oder eine solide Vereinbarung der Partnerschaft triffst oder, ne, dass einfach diese Fundamente stimmig sind. Die Säulen, auf dem das dann wachsen soll, weil wir brauchen gerade dann Stärke und Sicherheit, vor allem in uns und mit uns, aber natürlich auch im Commitment, also in dem im Kontext mit dem Menschen im Außen oder mit den Menschen im Außen. Also da auch nochmal gut schauen, dass du da die Bodenhaftung nicht verlierst, dass du gut wurzelst, dass du für deine Stärke und Sicherheit gut sorgst. Wir hatten auch noch die sieben Stäbe im Intro, das ja auch ein Stück weit wie Abgrenzung ist, ne? Dass da niemand eben dich rauszieht und unsicher macht oder die Stärke, also dir Schwäche, ne? Der Schwäche gibt, ne? Dass er dich, wenn du unsicher bist, dass du dich dann schwach fühlst oder geschwächt fühlst. Ja, das finde ich gut. Lass uns auch, das Bild ist schön. Ne? Ich zeige es nochmal extra rein mit den starken Säulen, damit du deinen Weg gehen kannst, ne? Und dass der Baum oben auch wachsen kann. Dass die Wurzeln ganz besonders stark sind und dann können die auch wirklich wachsen und dann können die Äste auch stark werden und sehr viele Blätter und auch Blüten und Früchte tragen. Wir wollen natürlich wissen, was sich jetzt in dieser Woche zeigt. Was kommt hier in dieser Woche auf uns zu? Lass uns mal reinschauen in die Tarotkarten. Welche Impulse zeigen sich jetzt in dieser Woche für uns? Welche Impulse?
war schon unsere Woche hier. Die Karten unserer Woche. Okay, lass uns reinschauen, was uns erwarten wird. Wir beginnen hier mit den 8 der Scheiben. Mit den 9 der Scheiben. Sehr gut. Mit der Sonne. Genau so. Ritter der Schwerter und Königin der Scheiben. Also wir haben in der Mitte der Woche hier eine große Arkana hier mit der Sonne. Die Sonne ist die größte Karte des größten Glücks, ne? Symbolisiert also die größte Kraft und Helligkeit und das größte Licht auf unserer Seelenreise. Da sind so die dunklen Themen sind auch liegen so quasi hinter uns, haben wir gerade was bewältigt. Und sehr schön, ne? Das ist sehr schön in der Mitte der Woche. Aber lass uns mal beginnen. Die anderen Karten beziehen sich dann eher auf alltägliche Situationen oder auch auf unsere Menschen, die um uns sind oder mit denen wir uns da gerade beschäftigen. Wir beginnen mit den 8 der Scheiben und sie sitzt hier und malt die Schmetterlingsflügel aus. Ja, ich würde sagen, wir haben die Portaltage, wir haben die 7 Stäbe im Intro. Ich würde sagen, wir hatten auch den Neumond am Wochenende, ne? Den Neumond in der Waage. Mit dem, da war ja auch noch der Impuls, ne? Know you're loved, also sich daran zu erinnern, dass du geliebt wirst und dass du liebenswert bist. Bei dem, worum es sich jetzt bei dir handelt. Also sei es, dass du dich jetzt mit einer Beziehung sehr stark auseinandersetzt. Beziehung kann natürlich jegliche Art der Beziehung sein. Oder sei es jetzt eine bestimmte Art von Tätigkeit, dass du dich da nochmal drauf konzentrierst, dass du da nochmal dran bleibst. Und auch, ich habe so das Gefühl von sowas wie hingeben. Also dich nicht stressen lässt. Und dich aber auch nicht rausziehen lässt, also ablenken lässt. Dass du da wirklich nochmal dran bleibst an dem Thema, was dich da bewegt. Einfach nur dranbleiben. Dranbleiben ist das Wort, was hier kommt. Und wenn du das tust, dann im Verlauf dessen kommen 9 der Scheiben, dann kommt auch schon direkt eine positive Rückmeldung. Na, die Scheiben sind ja die physische Welt. Da kommt also hier, man sieht Ernte, ne? Da kommt also die Ernte, ja, Freude, Dankbarkeit, ne? Da erntest du, was du gesät hast, ja, also Stabilität, da ist Stabilität auch da, da brauchst du nicht mehr großartig was zu tun, also das lohnt sich. Das vielleicht auch zu komplettieren, was du davor hattest. Vielleicht musst du auch nochmal ein Gespräch zu Ende führen oder eine Entscheidung nochmal deutlich machen. Aber da, wenn du das gemacht hast, hier kommt die Einladung, kommt die Ernte. Ja, das ist also wirklich ein Geschenk. Da kann das Gehalt kommen oder auch eine positive Rückmeldung. Also da bist du auch sehr genährt. Und wie gesagt, Mitte der Woche hier die Sonne, größte Karte des Glücks und der Freude in den großen Arkana. Also da merkst du auch, dass das jetzt wichtig war. Und ja, das Universum belohnt dich. Da kommt also auch vielleicht was wie eine kindliche Freude auf. Das, ja, ein glücklich sein. Ne? So ein unbescholtenes Glück, so eine unbescholtene Freude, was man so als Kind hatte. Ah, da war dann nicht schon gleich der Sorgenvogel da drüber, sondern es war wirklich leicht. Und das fühle ich hier auch, ne? Die Leichtigkeit. Und auch das Spielerische, ne? Wie sie das mit dem Vogel hier macht, so ganz verspielt. Also freust, da kommt Freude auf. Du freust dich vielleicht sogar eine kindliche Freude, die so sehr unschuldig und sehr kreative, starke Kraft hat. Die ist anders als vielleicht wie so eine erwachsene Freude, die eher so berechnend ist, sondern sowas hat was Unschuldiges und was auch was Starkes, was da drinnen liegt. Ja, und dann kommt hier der Ritter der Schwerter. Das könnte jetzt sein, also Ritter stehen immer für, können für verschiedene Dinge stehen. Das kann natürlich erstmal eine Nachricht sein, die reinkommt. Ja,
ganz schön auf der Feder hier reingeflitzt mit Geschwindigkeit. Ja. Könnte also, wie gesagt, eine Nachricht sein und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Nachricht, die dunklen Wolken oder die Wolken, also bringt Klarheit, die Nachricht bringt ja Klarheit. Jetzt habe ich den Satz gefunden, den ich sagen wollte. Könnte auch in dir ein Aspekt sein, also dass du in dir plötzlich wie Entscheidungen triffst oder dich auf die Suche nach der Wahrheit machst oder wahrhaftiger dich zeigst, also auch sagst, wer du bist. Also die Ritter, da ist eine Dynamik drin, nach vorne zu gehen. Sie geht auch nach vorne, sich zu zeigen und auch den Konflikt nicht zu scheuen. Vielleicht sprichst du da auch die Wahrheit aus oder ehrliche Worte. Ja. Vielleicht bist du auch federführend, kommt so als Wort, vielleicht mehr im beruflichen, aber es kann auch im privaten sein, dass du da jetzt nach vorne gehst und die Richtung weißt und angibst. Könnte natürlich das, was als drittes noch möglich ist bei den Rittern, dass tatsächlich ein Ritter kommt. Wie man hier auch sieht, der Ritter, das muss kein Mann sein, es kann natürlich genau eine Frau sein. Die Ritter haben so die Eigenschaft, dass die sehr mutig sind, sehr couragiert, sehr, also sehr wenig mit Angstthemen zu tun haben und manchmal grenzüberschreitend sind. Da möchte ich gerade nochmal aus dem Intro die sieben Stäbe zur Erinnerung rufen. Sollte da jemand kommen, der vielleicht schon mal allein verbal deine Grenzen überschreitet, dass du da dran denkst, dass du da ja drauf achtest, dass da niemand über diese Grenzen hinübergeht. Da könnte dazu neigen, dieser Mensch, der Ritter, der ist, wie soll man sagen, der scheut manchmal auch die moralischen Grenzen nicht oder er scheut überhaupt nicht, was zu tun, was vielleicht für uns peinlich wäre oder so, ne? Der geht da, der spricht da Sachen aus, der setzt da Dinge an. Also, das könnte sein, dass da jemand ist, der da mit sehr harten oder klaren Worten auf dich zukommt. Lass dich nicht einschüchtern. Lass dich da auf jeden Fall nicht einschüchtern. Ja, und dann haben wir hier die Königin der Scheiben, auch hier die nächste Personenkarte. Auch hier kann die Königin natürlich für einen Mensch stehen. Vielleicht ist da jemand, der dich sehr gut nährt und dir den Rücken stärkt, die sehr für Stabilität und auch, ne, Erdung sorgt. Ja, könnte aber auch die Qualität in dir sein, die du entwickelst. Du musst, also sowohl der Mensch muss nicht weiblich sein, als auch die Kraft in dir muss nicht weiblich, also ist, ja, der Mensch muss nicht weiblich sein, aber auch, es muss nicht du als weibliche Person jetzt sein. Die Königinnen sind an sich sehr nährend und sehr weise und sehr gütig. Also vielleicht bist du da gerade an einem Punkt, auch mit dir selber, wo du durch die Abgrenzung und durch das Erden, ne, gerade an dem Portaltag hier und vielleicht auch gerade durch das Aufgerüttelt werden hier, durch diese Energie nochmal bewusst, dass du bewusst nochmal Grenzen ziehst, dass du dann nochmal bewusst sagst, hey, es ist wichtig, dass ich gut für mich sorge, dass ich aus dem, was ich davor an Erfahrung gemacht habe, jetzt nochmal die Ruhe schöpfe und die Sicherheit schöpfe. Und ja. Auch die Anteile in mir, hier sind die Hasen so unter ihrem Rock, ne? Dass du gut für deine Anteile sorgst. Ja, Anteile, die uns ausmachen, ne? Also innere Kind in dir oder, ne? Vielleicht auch, dass du für deine Familie sorgst. Ja. Oder auch für das, was in der physischen Welt für dich wichtig ist. Das kann sein, dass du eben vielleicht auch dein Haus verteidigst oder dein Arbeitsfeld, ne, dass du da dich hinstellst und zeigst, wer möglich.
Okay, also gerade an dem Portaltag, ne, wenn da so die Energien vielleicht anders sind, du empfindsamer bist, du da nochmal für die Erdung sorgst, was ja dir auch die gleichen Farben hier sind, ne? Dass du da nochmal gut für Verwurzelung sorgst, vielleicht auch dich gut nährst. Oder vielleicht kommt tatsächlich jemand, der dich hier auch mit unterstützt, mit dieser ganz erdigen, ruhigen, klaren Energie, ne? Und dich gut versorgt. Ja, was ist dann jetzt hier vielleicht loszulassen? Also was darf man vielleicht loslassen? Oder manchmal ist auch was für eine Qualität, die wir vielleicht stärken sollen. Gibt es hier eine Energie, die wir vielleicht gerade loslassen sollen? Na, lassen wir sie los. Und gibt es dann, was sagt das Universum? Was sagt das Universum dazu? Also gut, lass uns reinschauen. Dann haben wir das Ass der Schwerter. Ja, ich habe gesagt, loslassen oder vielleicht was verstärken. Und ich würde mal sagen, sie hält den Schlüssel in der Hand. Also für manche von euch ist die Botschaft, dieses Aufreibende nach dem Schlüssel des Erfolgs zu suchen oder dem einen Schlüssel, der einen Antwort. Vielleicht drehst du dich so ein bisschen im Kreis und fragst immer, ja, warum ist es so und warum? Das bitte loslassen. Und für die anderen ist der Impuls, nimm den Schlüssel und steck ihn ins Schloss. Also du hast jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass du mit dem Ast der Schwerter sehr viel Klarheit hast, vielleicht genau durch diesen, was in dir so aufgerissen wird hier, vielleicht hast du was neu entdeckt oder dir wird was neu gesagt durch, oder die Nachricht, die kommt, erfährst du Klarheit oder eben der Mensch, der da reinstürmt, sagt dir die Wahrheit ins Gesicht. Nimm diesen Kern der Wahrheit daraus und nutze das für dich, um den nächsten Schritt zu tun. So symbolisch, bildlich, du nimmst diesen Schlüssel und steckst ihn ins Schloss, drehst um und gehst damit durch. Ja, also akzeptiere diese Wahrheit, nimm sie an. Die kann natürlich sehr erfrischend sein. Vielleicht war dir nie klar, hast du es gar nicht erkannt, vielleicht welche Qualität du hast oder welche Chance oder auch welche Wahrheit in dem mit der Beziehung mit dem anderen da drinnen liegt oder vielleicht auch die Wahrheit über jemand anders, die du hörst, wird dich auf jeden Fall, wenn du dich dafür entscheidest und den Schlüssel ins Schloss steckst, wirst du den nächsten Schritt gehen können. Das ist die Nachricht für die anderen von euch. Du wirst wissen, welche Botschaft genau für dich die richtige ist. Das Universum sagt, sechs der Schwerter. Sechs der Schwerter, sagt das Universum. Ja, ich würde sagen, lass dir Zeit, überlege gut, wo du dich als nächstes niederlassen möchtest, welche Bedingungen du gerne hättest in deiner Beziehung oder im beruflichen Feld oder auch einfach nur in dein, da wo du bist. Ja. Schau nach deinen Werten. Was hast du für Werte? Was sind deine Werte? Und das sollst du gut vielleicht auch aufschreiben. Die Schwerter sind ja die Gedankenwelt. Vielleicht das, was du neu erkannt hast, die neuen Wahrheiten, Einsichten. Aufschreiben, durchdenken und ja, mehr Bewusstsein da auch reinbringen, was du, wo du dich, ich sag mal, wo du ankern willst, bildlich gesprochen. Oder mit wem du wie zusammenleben willst. Ja, auch welche Menschen oder wie du mit den Menschen in deinem Space, in deinem Area, wo du lebst, wie du lebst, wo du bist, mit denen auch kommunizierst. Und auch, da kommt gerade noch mal ein Impuls, vielleicht kannst du sie auch noch mal von einer anderen Warte aus sehen.
Weil wenn wir da so immer in so einer Dauerschleife drin sind, wir sind es so gewohnt oder wir sind auch gewohnt, dass der andere so und so immer handelt oder so spricht oder dass es die Situation immer und immer sich so wiederholt. Hier ist auch nochmal der Impuls vom Universum, zieh dich mal raus und schau das mal schau mal von oben drauf, bildlich gesprochen. Dass du den, bevor du da jetzt was dazu sagst oder einen Vertrag unterschreibst oder dich dann niederlässt oder tiefer drauf eingehst, dass du das nochmal gut anschaust, ob das wirklich stimmig ist. Schau nach deinen Werten. Was ist deine Wahrheit? Hier ist viel Worte der Wahrheit drin. Wahrheit, Wahrheit und hier für mich auch nochmal Wahrheit. Ja, gerade zum Ende der Woche hier, ne? Bricht es so auf. Am Anfang bist du da noch sehr geerdet mit den Scheiben und auch mit der Sonne. Da ist so ein, ganz gut und dann bricht es auf, ne? Richtung Wochenende. Was liegt im Verborgenen? Was kannst du noch nicht sehen? Oder was ist überhaupt noch nicht ganz da? Da haben wir die zwei der Schwerter, die nächsten Schwerter hier. Ja, okay. Da im Verborgenen liegt hier auch die Option, weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass du die Wahl hast. Vielleicht kommt aber auch erst noch eine zweite Möglichkeit rein. Vielleicht kommt auch noch in der Partnerschaft oder in den Beziehungsfragen die andere Option rein. Die andere, na, vielleicht war das vorher gar nicht auf dem Tisch. Und es ist noch im Verborgenen, sich zu entscheiden. Also dieses sich zu entscheiden, der Moment ist noch nicht da. Und das sagt ja auch das Universum. Es ist noch nicht Zeit, sich zu entscheiden. Aber schon mal gut, dass die Entscheidung, sage ich mal, schon so auf dem Weg ist, beziehungsweise dir auch bewusst werden darf, dass du ja auch wählen kannst. Wir wählen immer. Freiwillig oder unfreiwillig, ne? Also bewusst oder unbewusst. Okay, ja. Gut erden, gut aufpassen. Auch hier die Königin der Scheiben, lass dich da gut unterstützen oder sorg da auch gut für dich. Denk auch nochmal an die sieben der Stäbe aus dem Intro, mit der Karte der Abgrenzung. Und ja, gut aufpassen hier mit dem Ritter der Schwerter, aber auch mit dem Ast der Schwerter die Chance nutzen. Mit den sechs der Schwertern, auch hier, das Universum bietet ja die Möglichkeit, dir zu sagen, hey, guck's doch nochmal von einer anderen Position an oder hier auch nochmal der Impuls aus den Energieportalkarten, schaff doch mal ein gutes Fundament, vielleicht auch erstmal nur in dir selber, dass du diese Stabilität und Sicherheit für dich erstmal hast, bevor du das schon ins Außen weiterträgst. Ja, und es ist immer gut, wenn wir die Möglichkeit haben, ne? Die Chance haben, zu wählen, wenn wir nicht gezwungen sind oder Dinge auf uns einprasseln. Ne? Das ist immer sehr schön. Wir nehmen eine Führungskarte, die uns da auch gerne unterstützen darf. Was nehmen wir? Nehmen wir mal hier, diese hier. Lass uns mal schauen. Eine Guidance-Karte, die uns an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht gerade nochmal den richtigen Ort, sie ist verschwunden. Auch nicht. Manchmal. Ja, manchmal muss man warten. Okay, da haben wir den Change. When the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroad in your own evolution. Ja, also der Wandel, ne, ist natürlich eine Chance, die Veränderung ist eine Chance, auch hier sehe ich hier, ne? Die Veränderung hier und wenn du verstehst, dass dieses Kontrollieren ist, wenn du erkennst, dass wenn du Kontrolle ausübst, entweder auf dich oder auf die Umwelt, dein Feld, deine Arbeit, deine Mitmenschen, egal, die ja in die Wurzeln in Angst hat, ne? Wenn du das wirklich erkennst eines Tages, dass dich das eher nach unten zieht oder lähmt oder auch dir eher
das Schlechte bringt, ne? Weil dieser Anteil des Egos nicht frei ist, dann wirst du wie so einen heiligen Crossroad, eine kleine heilige Kreuzung kommen, wo du wählst, welchen Weg du gehst, der dich dann nämlich weiterbringt. Und es ist genau die Karte hier. Hier. Ja. Ja, das ist sie. Und auch hier wählst du, ne? Mit dem, was du verstärken oder loslassen sollst. Du kannst wirklich wählen, ob du den Schlüssel der Wahrheit ins Schloss steckst und den nächsten Schritt gehst oder ob du da stehen bleibst und die Kontrolle über den Schlüssel behältst, aber du machst nichts daraus. Du nimmst dir die Chance, auch für das, selbst wenn das das Unbekannte ist, aber du gehst wieder in das Fließen, in den Fluss des Lebens rein. Lass uns noch eine zweite Guidance-Karte ziehen, die dich vielleicht zusätzlich unterstützt oder vielleicht auch stattdessen, statt dieser ersten. Lass uns da auch nochmal die zweite hoch. Noch eine weitere Karte rein. Okay. Ja, was soll ich sagen, ne? Der Mut. Ist das nicht das gleiche Bild fast? Ja, Sechs der Schwerter noch nicht zu ankern, auch vielleicht auch den Mut zu haben, die Position, die man hatte, zu verlassen. Und auch hier hatte ich einiges dazu gesagt, was die Karte vom Universum ist. Die finde ich auch besonders magisch, jetzt gerade zu schauen, wo willst du wirklich ankern und vielleicht auch den Mut zu haben, zu sich zu stehen und diesen Übergang zu wagen und auch zu vertrauen, ja, dass du geführt bist, aber auch, ne, dass du gar nicht stürzen kannst, weil der Ballon dich ja hält. Vielleicht auch dich zu zeigen, die Wahrheit auszusprechen, auch hier der Mut, ne? Aber auch natürlich, wenn das dann tatsächlich an der Reihe ist, die Zwei der Schwerter, wenn das, was im Verborgenen ist, sich zeigt oder der Moment, du bereit bist, das zu öffnen und du entscheidest, ne, dass du den Mut hast, dafür zu entscheiden, für das, was deine eigenen Evolution, deine eigene Entwicklung wahrhaftig weiterbringt. Okay, ja. Großartig. Ja, also bleib dran. Ja, es ist natürlich immer ein Auf und Ab in unserem Leben und es ist gut, wir sehen, was auf uns zukommt. Es ist gut zu sehen, wenn Empfindsamkeiten oder Dinge uns vom Sockel hauen und uns wegreißen, ja, was wir machen können, dass wir es auch umdrehen können, die Energie, dass wir es nutzen können oder auch loslassen sollen, dass es uns weiterbringt, dass wir manchmal auch Zeit brauchen, die Dinge vielleicht von einer Warte sehen, dass Entscheidungen vielleicht noch nicht jetzt gerade getroffen werden sollen oder dürfen oder wir Mut brauchen, um eben die Entscheidungen zu fällen oder auszusprechen. Okay, spannende Woche, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich danke dir auch sehr, dass du jetzt hier dabei warst und zugehört hast. Ich wünsche dir alles, alles erdenklich Liebe und Gute für diese Woche. Bis ganz bald. Namaste.